Oh mein Gott, hier kommentiert gar keiner. Peinlich. Leute, komm kommentieren. Komm kommentieren. Hier kommentieren. Let's go. Hast du schon dein Set gespielt? Wie läuft dein Turnier? Also mein Turnier läuft sehr schön. Ich habe neue Freunde gemacht. Ah, super, klasse. Meine Ergebnisse, ich habe auch schon ein Game geholt, aber ich habe verloren. Gegen wen? Gegen Marley. Neuzugang. Neuzugang, klasse. Immer gut. Man, weißt du, wie es ist? Man throwt ein Set, kostet ja nichts, so ein Weekly, weißt du? Genau. Und dann fühlen sich die Leute gut. Ja. Und dann kommen sie auch wieder. Und dann fuckst du sie das nächste Mal. Genau, das nächste Mal. Genau, das ist sowieso das nächste Mal. Das nächste Mal stormst du deren Ass. Aber dann sind sie schon hooked. Dann kommen sie jede Woche wieder und so. Wie ändern wir die Dings hier? Wie geht das? Du kannst das. Nee, kann ich nicht. Das sind nicht die richtigen Namen, die wir haben. Wir spielen nein, Third. Es gibt hier bestimmt noch so ein zweites Third gegen Facts spielen. Nee, Das ist es, genau. Klasse, super. So, wir haben hier Third. Auf der Linke, halt mal ganz kurz. Okay, ich erzähle mal was zu Thirds Development. Ja, Thirds Trainingsroutine in Corona war im Prinzip gegen mich zu spielen die ganze Zeit. Ja. Das kann im Prinzip sich nur negativ auf dein Ranking ausgewirkt haben. Okay, ja, verstehe. Aber immerhin ist es so Playtime, wir spielen echt viel. Ja. Also es sind manchmal auch schon so 3 Stunden ins Land gezogen. Ja. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken. Also ich habe schon so ein bisschen so dieses stolze Gefühl, wie wenn dein Papa auf so einem Turnier ist und du bist so, Papa, let's go. Das Gefühl habe ich mit Dirt. Das hast du mit Dirt. Also ist er dein Papa oder bist du? Nein, er ist halt viel besser als ich und deswegen. Ja. Okay. Also ich habe in 3 Stunden Weeklies auch schon mal Friendlies gegen ihn gewonnen. Okay. Aber es ist halt selten. Das war respektabel. Genau. Also und ich habe halt auch ein bisschen gegen Third. Jan, wir kennen uns ja noch aus der Schulzeit, ne? Achso, du bist auch tight mit ihm so. Wir Jan. Können uns nicht viel, Jan. Ich nenne ihn so, By the way. tatsächlich, der Grund, warum er angefangen hat, ist, weil ich, als ich angefangen habe, einmal ein CRT und alles so in die Schule gebracht habe. Den CRT hatten wir schon da. Oh. Dann habe ich eine Konsole mitgebracht und er war dabei. Smart. Das war sick. Wie steht's hier eigentlich? Ich würde sagen, es steht einfach 0-0 jetzt. Okay. Wir entscheiden ja noch. Und es ist auch schon spannend gerade, es ist nämlich Peach Puff. Und das ist zumindest aus Kommentatorsicht einfach cool. Sau langweilig, ja. Genau, dann hast du nämlich echt viele das andere ist cool, Sachen. Weil genau, du kannst das so. Weil vor allem jetzt so ein bisschen viel Catch-Upen, ne? Genau, so, das, was du gerade erzählt hast. Das ist so wie so kleine Backstories. Ja, was hast du so gemacht im Lockdown? So eine Sache, ne? Wir haben uns ja alle lange nicht gesehen. Wie weit ist, dass ich gegen Facts noch nie gespielt habe? Und nicht, kannst du Facts über Facts auspacken? Der ist sehr alt. Fuck. Er hat einen Doktor in Jura. Fuck. So ein Peach-Jura-Man. Er ist eigentlich sehr gut in Melee mit Peach, aber er spielt aus irgendeinem Grund immer Fox jetzt, außer jetzt scheinbar. Ja. Fuck. Okay. Krass. Würdest du sagen, er ist so ein Hidden Boss, den man so in Berlin. Nein, also das Ding ist, er ist der super Oldschool. Okay, sonst ist er dabei, bevor ich geboren wurde, glaube ich. Alter. Konstantin an dieser Stelle ist 14 Jahre alt. Ich bin dann, möchte später mal Smash-Profi werden. und er ist auch ein großes Vorbild von mir gewesen, so, ne? Wirklich? Nee. Du hast die witzigsten Vorbilder. Wieso? Wer ist denn noch ein Vorbild? Weiß ich nicht, wer ist noch dein Vorbild hier in Berlin? Dennis? Ja, okay, ich hab wirklich witzige Vorbilder. Ja. Ey, dann müssen wir spielen. Okay, ich muss, sorry. Ey, danke für das Mitkommentieren. Sinu, willst du mitkommentieren kommen? Geil. Setz dich mal ran hier. Die Kommentatoren wechseln am laufenden Band, das ist richtig toll. Ich weiß nicht, wer jetzt das erste Match gewonnen hat, ehrlich gesagt. Gibt's Alkohol? Leider nein. Weil wir haben alle Masken auf. Ja. Das ist schwer zu trinken durch eine Maske. Wir machen das erstmal nicht, würde ich sagen. Wir saufen. Bald mehr. Du willst saufen? Ich will auch saufen. Nein, ist okay. Aber ich glaube, ich werde es überleben. Krasses Comeback, habe ich gehört, hast du gemacht. Ja, ich hatte ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück? Ja. Wieso, was passiert? Ich wusste nicht, dass Mario so spielt jetzt. Der spielt jetzt so richtig Dash Dance. Er spielt richtig eklig, ne? Ja. Ich sag ihm das auch die ganze Zeit. Marius ist mein Mitbewohner für Leute, die hier zuhören. Das ist gut. Ist nicht mehr der gleiche wie früher. Früher wäre er einfach reingerannt und da habe ich ihn dann halt die ganze Zeit gestuffed. Ja, ja. Und jetzt muss ich die ganze Zeit so antauschen, als würde ich reinrennen und ihn dann stuffen. Pretty much. Er ist eine Layer weitergekommen, wir sind glücklich darüber. Er versucht sein Bestes. 3-0 für Ofis. Cool. Sehr gut. 3-0 für Ofis ist es gewesen hier. Strauss und Niki spielen die schon.
Der hatte ich nicht schon gespielt. Okay, sehr gut. Und Le Fruzi Jungle spielen jetzt auch. Und wer ist Loser von Jay, den finden wir gleich aus. Das heißt, der Losers Bracket hängt jetzt schon extrem weit zurück. Aber das ist okay. Der ist auf meiner Schule gewesen. Ah, ja. Und der hat, keine Ahnung, so vor so 3 Jahren angefangen, glaube ich. Er ist richtig, richtig gut geworden, finde ich. Was ist er? Er ist richtig gut geworden. Ja, ja. Wir hatten vor einer Weile hatten wir mal so ein Berlin-Online-Turnier und da hat er mich fast besiegt. Wen hat er? Er mich fast besiegt, ja. Und, another Puff. Another Puff. Wir haben immer einen Puff hier. Victor ist ersetzt worden einfach mit einem Menschen, der ein bisschen jünger ist. Ein bisschen. Was ist denn mit Victor eigentlich? Ich habe von Victor seit Jahren nichts gehört. Toll. Ja, ja. Der Victor ist ja eh Victor, der macht sein Ding. Ja. Der verschwindet mal, vielleicht taucht er mal wieder auf. Aber ich meine, jetzt ist halt auch ein guter Punkt zum Abspringen gewesen eigentlich, oder? Theoretisch. Was ist denn der Punkt gewesen? Ein guter Punkt zum Abspringen, würde ich sagen. Ja, sicherlich. Und ich glaube, das ist ein Plan immer war. Okay, siehst du, Victor kommt alle paar Monate einen Abend bei uns auf Discord in den Voice. Ich bin so ein Beating right now. Oh, dann tut er das? Ich habe ein bisschen Fax auf den Sack bekommen. Aber sonst scheint der Fax sein Beating auszuteilen, ja, oder? Weil Stock Lead, und das ist ja in dem Matchup halt schon big. Ja. Hans Peach auch immer noch slick. Auf jeden Fall sehr solide. Ne? Da bin ich überrascht bin ich jetzt nicht. Ich bin aber sehr positiv. Impressed, würde ich auf jeden Fall sagen, ne? Sonek hat gegen Fusi gewonnen. Ja. Dann muss er gleich gegen mich. Auch Reverse Creos oder. Oh echt? Lil Fruzi. Holy shit, Lil Fruzi? Vielleicht. Eine Seile. Das muss nicht dir auch noch passieren, dass er die Reverse Creo gegeben hat. Oh, und gegen wen musst du denn spielen? Gegen wen muss ich gegen die Sonek? So dreck ist hier. Er hat ja den Reverse Trio von Maxi. Ach so, dreckig. Das heißt, ich hab's überhaupt nicht verstanden. Also vielleicht haut er ja die gesamte Berlin-WG raus. Wie wen spiele ich denn? PS Nicki Marley. Ja, okay. Jetzt gegen Nicki. Ja. Foxy, ne? Easy. Also geht schon in Ordnung. Ich auch nur ein Fox. Gleicher Charakter. Eigentlich schon. Musst halt genau das gleiche machen. Einfach so tun, als würdest du was machen. Und dann doch nicht. Und dann nochmal eine Layer und nochmal eine Layer. Genau. Nochmal zwei. Dann machst du es einfach dreimal und dann springst du einfach nur so komisch durch die Gegend, als würdest du. Und Niki wartet. Leute nennen es Movement dabei. Siehe mit dem smoothen Movement. I don't know. Let's go, let's go. Ja, spammt Emotes in den Chat. Berlin 13 Sad, Berlin 13 Atze und Berlin 13 Hype. Na, es gibt einen Chat. Naja. Oh mein Gott, das Rich Homie Smash. Ist das Hui? Wer? Nicht. Ist Rich Homie Smash? Rich Hui? Homie Smash? Nee, ich glaub nicht, ne? Ist das Coin Hui? Ich hoffe, dass es nicht 1-1 steht. Wir haben ja echt nicht so das beste Set auf dem Stream gefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte? Warum habt ihr das dann draufgepackt? Weil es ein spannendes Set ist. Das hier? Ja. Es ist ein langsames Set, aber es ist ein spannendes. Und wir wollen ja auch nicht den ganzen Tag nach Fox ziehen. Weil das ist, was hier genau hinterher passieren wird. Oder, Fabio? Was? Ich habe jetzt gerade an Hui gedacht, sorry. Wir werden ja jetzt den ganzen Abend nur Foxes sehen, deshalb... Ja, klar. Da kann man sich auch mal... Da kann man sich auch mal Flowy-Metal angucken, finde ich auch. Genau. Ich finde das eine tolle Idee. Ich finde das toll, dass alle hier sind. Ja. Und wie läuft dein Turnier so bisher, Fabio? Ich glaube, das wird ein O2. Ja. Oh, du musst gegen den Verlierer von dir spielen. Ja. Er ist auch wirklich stacked. Ja. Es sind wirklich alle da. Ne? Das ist heftig. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet von daher. Oh mein Gott, Kenzelberg haut sich übrigens komplett selbst raus. Nein, das ist so schlimm, Alter. Du musst jetzt gegen Geldmann. Ich weiß. Oh. Komm, sehen. Ich gehe gegen Arthur und Baduan 3-0. Ja. Was? Spiel dann am besten direkt dein Ding weiter. Du so auf die Armut gibt's noch nicht. Also du kannst ein bisschen warten. 3-0, ne? Ja. Okay. Es wird Zeit, einen Stuhl zu sneaken. Und was? Es wird Zeit, einen Stuhl zu sneaken. Ein Stuhl zu sneaken, das ist gut. Wichtig. Ja, was hast du zu diesem Matchup zu sagen? Zu dem von gerade eben. Nee, zu dem hier jetzt. Achso, zu dem. Aber sag was zu dem Set gegen Dennis auch. Das kannst du gerne machen. Ja, das war eigentlich schon ganz nice tatsächlich. Ich habe besser gespielt, als ich erwartet habe. Gegen Dennis. Aber ich habe leider trotzdem 3-0 verloren. So ja. 2 Games davon waren auf jeden Fall machbar, muss ich sagen. Ja, ja. Okay. Aber halt so, naja, leider zu wenig Übung und Routine hat mir leider viele Games gekostet. Deswegen habe ich leider verloren gegen Dennis. Das ist okay. Also wer, ja. Wer ist irgendwas? Tafsi, Wartezimmer. Tafsi, nicht hier. Was geht ab? What is that, huh? Captain, it's the second story. Digga, was passiert gegen Sinu? Was hast du dazu zu sagen, Marius? Er hat Surfer-Gruß, glaube ich, gemacht. Na gut. Meint der Marius ist mad?
Erst so, nein, ich habe jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt gut drauf. Sag mal, Loser. Du musst gegen. Oh, du spielst gegen Moon King. Spiel, sobald es geht. Danke sehr. Ja. Aber machst du vielleicht, also setz dich vielleicht nicht so nah an die Spielenden ran. Ich stelle die Flächendesinfektionserregner. Echt? Ja. Naja, egal. Ja. Würde ich schon nicht die Hände wegächzen. Eben, right? Da hinten ist auch nochmal welches, glaube ich. Nimm das weg. Hallo Niki. Kannst du bei dir reporten oder wo? Ja, kannst du machen. Hast du 3-0 gewonnen? Ja. Dann spielst du, ich glaube, du kannst eine Sekunde warten, aber dein nächster Gegner ist. Echt? Achso, ich wollte tatsächlich warten, bis ich sehe. Ich hab's vergessen. Naja, auf jeden Fall. Aber. Genau. Ja, wenn du magst, können wir das gleich. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon mal irgendwo hinsetzen. So. Hallo, Made in China und Noxa. Do either of you even speak German? Ich werde Deutsch bleiben. Das stimmt. Auf jeden Fall dieses Set hier gar nicht so schwer. Oh, war das ein clean 3-0 für Hans? Sick. Nuts. Die spielen schon. Das wäre nämlich sick gewesen, Geld.